Einen schönen guten Abend zusammen. Es ist wieder Montag. Mein Name ist Silvia Albert. Ich bin Coach für Pferdefrauen und für stressfreies Ausreiten. Und ich bin sehr, sehr happy, dass ich heute wieder hier ganz normal live sein darf, wie jeden anderen Montag auch. Und ganz zu Beginn muss ich mich und möchte ich mich, das liegt mir sehr am Herzen, bei euch bedanken. Weil die meisten von euch haben es wahrscheinlich mitgekriegt, dass ich letzten Montag das Live ganz kurzfristig absagen musste und kurz mich aus dem Krankenhaus gemeldet habe, weil ich einen Unfall mit meinem Pferd hatte. Nicht beim Reiten und nicht beim Ausreiten, sondern ganz unspektakulär, ganz normal beim Führen zu Fuß gehen. Ja, und dann konnte ich das Live nicht so machen wie geplant und habe mich aus dem Krankenhaus gemeldet, kurz mit meinem Kopfverband von dort und die Resonanz, die ich bekommen habe von euch allen, die hat mich wirklich umgehauen. Also vielen, vielen Dank für eure Anteilnahme. Vielen, vielen Dank für die guten Wünsche zur Genesung und zur Besserung, ja. Und vielleicht wäre ich ja heute noch nicht da, wenn ihr nicht so eifrig mir gute Wünsche hättet zukommen lassen. Also ich habe mich sehr gefreut. Kurz und gut, ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut und das hat in der Situation richtig gut getan. Und wenn du ganz genau hinschaust, dann kannst du noch sehen, dass ich da noch so eine genähte Stelle habe. Also da war eine klaffende Wunde, die genäht worden ist. Die Fäden sind auch noch nicht raus. Aber ich kann das ganz gut mit den Haaren so ein bisschen kaschieren, dass man es nicht ganz so toll sieht. Insofern, wer es nicht weiß, merkt es wahrscheinlich gar nicht. Ich bin wieder fit für euch. Und heute kommt das Thema, was ich letzten Montag eigentlich schon geplant hatte. Und das Thema heißt, stressfrei ausreiten, cool reagieren, wenn dein Pferd anderer Meinung ist. Und ich habe mir gedacht, ich gehe mal auf so typische Ausreitsituationen ein, die manchmal ganz schön stressig werden können. Und die mir in meinen Coachings auch immer wieder begegnen. Also Situationen, in denen dein Pferd was anderes will als du, in Situationen, wo dein Pferd halt eine andere Meinung hat, anders reagiert, anders handelt, als du es gerne möchtest. Und ich gebe dir Tipps, was du in solchen Situationen tun kannst. Und das heißt im Einzelnen heute, dass es darum geht beim Ausreiten, ist Vorbeugen eine der besten Strategien und wie du das machst. Dann geht es darum, was kannst du tun, wenn dein Pferd durchgeht und oder du nur befürchtest, dass es durchgehen könnte. Was kannst du tun, wenn dein Pferd loslaufen will, sobald es das freie Feld sieht? Ja, und welche Tricks gibt es, wenn dein Pferd auf dem Heimweg immer schneller wird, weil der Stall Geruch schon ruft und das Futter schon irgendwo bereit liegt. Ja, ein weiteres Thema wird sein, was kannst du tun, wenn dein Pferd buckelt, wenn es vielleicht sogar steigt oder wenn es so heimatverbunden ist, dass es vielleicht gar nicht vom Stall weg will mit dir, dass du gar nicht zum Ausreiten kommst, so wie geplant. Ja. Und eine weitere Situation, die uns Stress bereiten kann und die mir in meinen Coachings immer wieder begegnet, das ist, wenn dein Pferd an anderen Pferden klebt. Also wenn du mit anderen unterwegs bist und willst dich unterwegs trennen und dein Pferd mag halt einfach nicht von den anderen Pferden weggehen. Also was kannst du denn machen, damit diese stressigen Situationen beim Ausreiten am besten gar nicht entstehen? Das ist nämlich das beste Mittel überhaupt. Nicht erst reparieren, sondern gucken, dass du gar nicht reparieren musst, nämlich vorbeugen, vorausschauend denken und auch vorausschauend handeln. Und da ist es ganz wichtig, dass du natürlich aufmerksam sein darfst und mitdenkst mit deinem Pferd. Das bedeutet, beim Ausritt ist es wirklich angebracht, das Pferd immer zu beobachten. Also nicht nur beim Ausreiten, wie ich es letzte Woche festgestellt habe, auch wenn man es führt, das Pferd immer genau zu beobachten und im Kopf zu haben, was könnte es denn für Pläne haben? Was hat es denn jetzt so vor? Wie geht es ihm gerade? Und was geht in meinem Pferd vor?
aber auch die Umgebung im Blick zu haben, ja, die äußeren Gegebenheiten im Auge zu behalten. So ganz praktisch gesehen ist da ein Beispiel, du reitest so ganz entspannt irgendwo einen Weg lang und dann siehst du im Wald am Wegesrand ein Fahrrad liegen. Da liegt ein einsames Fahrrad am Wegesrand. Ja, jetzt hast du die Möglichkeit, das gar nicht zu bemerken, einfach dran vorbeizugehen. Aber sei darauf gefasst, dass es wahrscheinlich zu diesem Fahrrad irgendwo einen Menschen gibt. Der sitzt vielleicht irgendwo um die Ecke auf einer Bank oder vielleicht hockt er auch im Gebüsch und sucht nach Pilzen oder nach Heidelbeeren oder was gerade wächst, ja. Und dann kann es für dein Pferd natürlich eine Schrecksituation geben. Also das heißt, dieses liegende Fahrrad ist schon ein Indiz dafür, erhöhte Aufmerksamkeit und gucken, wo der Mensch dazu ist. Und in dem Moment, wo du natürlich auch deinem Pferd signalisierst, dass du aufpasst, dass du aufmerksam bist, was da sein könnte, machst du dich bei deinem Pferd wieder kompetent. Also das heißt, dein Pferd kann dir dann auch besser vertrauen, weil es merkt, dass du die Situation im Griff hast und dass du aufpasst. Ein anderes Beispiel, was beim Ausreiten gerne passiert, ist, dass einem Fußgänger begegnen und manchmal haben sie eine Hundeleine so um den Hals hängen oder in der Hand. Aber vom Hund ist weit und breit nichts zu sehen. Ja, logisch, sei darauf gefasst, dass auch der Hund noch irgendwo ist. Und der könnte auch plötzlich aus dem Gebüsch hervorspringen. Ne? Also das meine ich, wenn ich sage, vorbeugen ist die beste Strategie, dass nichts passiert. Aufmerksam sein, die Umgebung beobachten, dein Pferd beobachten, mit allen Sinnen total präsent zu sein. Und so verhindern, dass Situationen vielleicht entstehen können, die dann eskalieren könnten. Zum Vorbeugen gehören auch für mich solche Dinge wie, dass du nicht möglichst nicht auf dem Heimweg Richtung Stall galoppieren solltest. Also das ist was, was ich vor vielen Jahren, als ich angefangen habe, reiten zu lernen, und ich gebe es zu, es ist schon eine ganze Weile her. Ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, so macht, aber damals hat man mir das beigebracht: Galoppieren nur vom Stall weg und nicht zum Stall hin. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, weil die Pferde, wenn sie Richtung Stall gehen, meistens sowieso gehfreudiger sind. Und dann ist die Gefahr halt viel größer, dass sie denken, es geht nicht schnell genug und anfangen, ein Tempo einzulegen, was du nicht so gerne hast auf dem Heimweg. Ne? Das ist auch ein Beispiel, wie du gut vorbeugen kannst, damit möglichst stressige Situationen so gar nicht auftauchen. Dazu gehört auch, nicht immer die gleichen Strecken zu galoppieren. Es gibt ja tolle Wiesenwege oder überhaupt wo der Wege im Wald, wo es ein bisschen bergauf geht, die prädestiniert dazu sind, zu galoppieren. Und ich weiß ja, wie das ist. Wir warten ja immer darauf, dass wir an diesen Weg kommen, um dann endlich mal losgaloppieren zu können. Und dennoch ist es wichtig, dass du nicht jedes Mal, wenn du diese Strecke gehst, dein Pferd dort galoppierst. Weil sonst geht irgendwann der Turbo von alleine los. Also dann wartet dein Pferd nicht mehr drauf, dass du ihm sagst, wir galoppieren jetzt, sondern er weiß es, oh, wir kommen gleich um die Ecke, gleich geht's ab, ja. Und das kannst du dadurch verhindern oder dem kannst du dadurch vorbeugen, dass du abwechselst, dass du solche Strecken ganz bewusst auch mal nur im Schritt gehst. Und wenn es noch so weh tut, wenn du noch so denkst, ach, man könnte jetzt eigentlich schön galoppieren, ja. Aber es macht wirklich Sinn, dass dein Pferd nicht selber entscheidet, da wird jetzt galoppiert, ne? Sondern dass du ab und zu das auch im Schritt gehst und auch mal trabst. Damit dein Pferd sich daran gewöhnt, es sollte auf deine Kommandos warten. Auf das, was du willst und nicht selber entscheiden, ich galoppiere jetzt da los, ne? Was zum Vorbeugen natürlich auch wichtig und gut ist, das ist das Anti-Schreck-Training oder Gelassenheitstraining, um zu verhindern, dass dein Pferd sich vor Kleinigkeiten erschrickt oder vor Dingen, ja, die es eh vielleicht schon die ganze Zeit gruselig findet.
und dann automatisch in den Fluchtmodus umschaltet. Und dieses Gelassenheitstraining, das kannst du und solltest du meiner Meinung nach immer wieder mal einbauen. Also auch wenn du ein ruhiges Pferd hast, was total gechillt ist, mach es immer zwischendurch wieder mal mit verschiedenen Dingen. Also du kannst es natürlich am Platz anfangen, in der Halle, in der gewohnten Umgebung, aber du kannst auch Übungen des Gelassenheitstrainings ganz bewusst in deinen Ausritt mit einbauen, damit die Pferde einfach lockerer und gechillter werden draußen. Eine weitere Möglichkeit vorzubeugen ist es, unterwegs viele Übergänge zu reiten. Also Gas und Bremse immer wieder zu benutzen und dem Pferd halt auch immer wieder deutlich zu machen, was Gas und Bremse auch bedeutet, dass es darauf auch reagieren sollte. Und wenn das in der Bahn schon Probleme macht, dann bitte dort üben, bis es sicher ist, bis Gas und Bremse sicher funktionieren und erst dann ins Gelände gehen. Weil wenn es in der Bahn schon nicht funktioniert, dass du dein Pferd durchparieren kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass es im Gelände auch nicht funktioniert, weil im Gelände nochmal ganz andere Dinge eine Rolle spielen und für die Pferde ganz andere Gesetze da sind. Ja. Und wenn du, wie man so schön sagt, ein sehr heißes Pferd hast, also eins, was nur darauf wartet, endlich losrennen zu dürfen und du das nicht möchtest, vorausgesetzt, es gibt ja Ausreiterinnen, die möchten das gerne und die sind froh, wenn es so richtig im gestreckten Galopp dahin geht, dann kannst du es natürlich machen. Aber wenn du es nicht möchtest und wenn du vor allen Dingen befürchtest, dass du das Pferd nicht mehr unter Kontrolle hast, also mit dem sehr heißen Pferd würde ich dir empfehlen, besser nicht alleine zu gehen, sondern nimm dir ein anderes Pferd mit, was eher ruhig ist, zumindest so lange, bis du merkst, dass du dein Pferd gut unter Kontrolle hast. Auch das ist eine Art der Vorbeugung und der Vorbereitung. Und was dir auch sehr hilft, wenn es dann doch mal der Fall X eintritt, bereite dich mental auf solche herausfordernden Situationen vor. Übe die Bewegungsabläufe, die du dann machen möchtest, vorher im Kopf. Eventuell auch auf dem Pferd schon in der Halle. Also solche Bremstechniken. Ich gehe gleich noch darauf ein, was du zum Beispiel tun kannst, wenn dein Pferd mal durchgehen sollte, ja. Die kannst du vorher auch in der Halle schon mal üben oder auf dem Platz, also in einem sicheren Umfeld, damit du für den Fall der Fälle dann auch sicher weißt, was du tun sollst. Und damit du das dann auch in dieser stressgeladenen Situation auch abrufen kannst und zuverlässig abrufen kannst und entsprechend reagieren und handeln kannst. Also ruhig den Fall durchspielen in Gedanken und sich dann genau überlegen, was mache ich, wenn. Also nicht die Sorgengedanken, wo man sich überlegt, was wäre, wenn, sondern was mache ich, wenn? Wie bereite ich mich darauf vor? Was kann ich tun, wenn Situation X eintritt, die mir Stress bereitet und wo ich vielleicht nicht so ganz sicher bin. Und meistens ist es so, wenn du gut vorbereitet bist, das ist zumindest meine Erfahrung, dann wird diese Situation meistens nicht kommen, weil du gut vorbereitet bist. Und dann hast du schon eine ganz andere Ausstrahlung deinem Pferd gegenüber. Und dann wirst du diese Probleme meistens gar nicht haben. Gut, das ist die Vorbeugung. Also für mich das allerwirksamste Mittel überhaupt, dafür zu sorgen, dass es gar nicht dazu kommt, dass du in die Bredouille kommst. Und zwar aktiv dafür zu sorgen, ja, selber was zu tun dafür. Wenn es jetzt aber doch passiert, dein Pferd geht durch. Oder es schickt sich an, durchzugehen. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Schreibt mal in den Chat rein. Habt ihr so Pferde, die gerne auch mal durchgehen? Hast du das schon mal, die Erfahrung schon mal gemacht, dass dein Pferd durchgeht? Schreibt doch mal kurz Ja oder Nein in den Chat.
dann kann ich sehen, ob es dich auch wirklich, dieses Thema auch wirklich sehr persönlich betrifft, wenn du hier zuschaust. Also auch da ist es immer am besten, es gar nicht erst dazu kommen zu lassen, dass es durchgeht, sondern den Moment zu erwischen, kurz bevor es vielleicht losrennen will. Ne? Und bevor dein Pferd rennt, gibt es eine ganz gute Möglichkeit, dann kannst du es noch abbremsen mit dem sogenannten Biegestopp, heißt es. Das heißt, du greifst einen Zügel vorne ziemlich nah am Gebiss und auch wenn sich das blöd anhört, du ziehst den Kopf auf die Seite. Also du sorgst dafür, dass dein Kopf, dein Pferd sich im Hals biegt. Dein Gewicht musst du dabei auf die Seite verlagern, wo du den Kopf hinführst, damit du nicht über die Schulter dann selber den Abflug machst. Und das solltest du tun, bevor dein Pferd losrennt. Also wenn du das Gefühl hast, du kannst es nicht richtig normal halten, dann kann man damit verhindern, dass es richtig losrennt, weil mit so einem gebogenen Hals rennt sich's irgendwie blöd, ja. Und das ist zum Beispiel was, das kannst du mal üben vorher. In der Halle auf dem Platz, dass du das als Bremstechnik schon mal geübt hast. Aber wenn dein Pferd schon in vollem Tempo ist, dann mach's nicht. Dann mach das bitte nicht, weil dann ist natürlich die Gefahr, dass ihr stürzt, dabei extrem groß, weil du dein Pferd damit eigentlich aus dem Gleichgewicht bringst, ne? Also bevor dein Pferd anfängt loszurennen, wenn du so spürst, es könnte jetzt losgehen, dann diesen Biegestopp vorne in der Nähe des Gebissrings in den Zügel greifen und den Kopf zu dir führen und dich dabei, dein Gewicht dabei auf die Seite verlagern, wo du den Kopf hinführst. Ja? Wenn es denn schon so weit ist, dass sein Pferd nun doch schon rennt und Biegestopp geht nicht mehr, dann auf jeden Fall schwer und tief in den Sattel einsitzen. Also richte dich so weit es geht auf und setz dich richtig tief in den Sattel, nicht nach vorne überfallen, sondern das Gewicht nach hinten verlagern. Einfach damit du stabiler sitzt und das ist auch ein Stück weit eine Bremse für dein Pferd. Auch dran denken, die Hand tief zu lassen. Viele nehmen dann die Hand weit hoch. Ganz instinktiv, lass die Hand tief am Widerrist, nicht am Zügel ziehen, also nicht an beiden Zügeln gleichzeitig ziehen, sondern versuch mit Paraden durchzudringen. Und Paraden, was du ja heißt, annehmen und aber auch wieder nachgeben. Weil wenn du das Pferd permanent versuchst zu bremsen und festhältst, dann erreichst du genau das Gegenteil. Das Pferd bremst nicht, sondern das wird immer schneller. Und was natürlich dir auch helfen kann beim Bremsen, wenn so ein Pferd durchgeht, das ist das Gelände. Alles, was dir dabei hilft, ist dann erlaubt, sofern es noch einigermaßen sicher ist. Also ein tiefer Boden, ein Sandboden zum Beispiel, da rennt sich's nicht mehr ganz so einfach und nicht mehr ganz so leicht, da wird es anstrengender für das Pferd. Oder wenn es einen Weg gibt, der bergauf führt, dann versuche da hoch zu gehen, weil bergauf bremst dann auch ein Stück. Oder falls dein Pferd Wasser gewöhnt ist, hilft zum Beispiel, wenn du am Strand oder an einem Seeufer reitest, dann hilft auch ins Wasser zu reiten, ne? Dass dein Pferd automatisch bremst. Aber Achtung, guck dir noch die Bodenverhältnisse an, also nur auf sicheren Bodenverhältnissen. Nicht im vollen Galopp dann noch über die Felsen und was dich irgendwo noch zum Stürzen bringen könnte. Und der Klassiker, wenn du das kannst, wenn die Gegebenheiten so sind, wenn du Platz genug hast, ist es, eine große Volte zu reiten. Also lenk dein Pferd auf einen Kreis, wenn du den Platz hast. Und dann mach diesen Kreis allmählich etwas kleiner. Auch das bremst dein Pferd ab. Und auch das solltest du vorher schon mal üben. Auf dem Platz. Nicht erst im Gelände oder auf einer Wiese. Nicht, wenn dein Pferd durchgeht, sondern galoppier einfach lang und dann wende es ab auf den Kreis und eine Volte und mach die Volte immer kleiner.
Aber pass auf, dass du den äußeren Zügel verwahrend dran lässt. Also nicht nur innen ziehen, nicht nur innen ziehen und den Kopf rumnehmen, weil dann ist auch die Gefahr, je schneller das Pferd ist, dass es die Beine verliert, dass es hinten die Beine wegrutscht, sondern lass den äußeren Zügel dran und geh wirklich auf die Volte. Du kannst den inneren Zügel, die innere Hand deutlich seitwärts nehmen, um die Seitwärtsbewegung einzuleiten. Wie man das auch bei jungen Pferden oft macht, dass man eine breitere Zügelführung hat und die Hand einfach nach der Seite führt, um das Pferd abzubiegen. Und ganz, ganz wichtig, wenn es durchgeht, nicht gleichzeitig an beiden Zügeln ziehen. Das führt nur noch zu mehr Anspannung und eventuell sogar zur Gefahr, dass sich dein Pferd auf dem Gebiss festbeißt, weil ihm dieses Ziehen natürlich auch Schmerzen im Maul verursacht. Und wenn dein Pferd sich mal richtig fest gebissen hat, dann hast du noch weniger Einwirkung als vorher. Das sind so ein paar Dinge, auf die du dich gedanklich auch vorbereiten kannst, wie ich das vorhin schon gesagt habe, und das mental für dich mal durchspielen kannst und auch mit deinem Pferd schon im Trockenen üben kannst. Gut, auch ein Klassiker, der mir immer wieder begegnet in meinen Ausreitcoachings. Das ist, das Pferd sieht das freie Feld und juchhei, jetzt haben wir Platz, jetzt können wir laufen und ist kaum noch zu bremsen. Also Pferde, die gerne losrennen, wenn sie das freie Feld sehen. Und da spielt natürlich das Drama der Self-Fulfilling Prophecy eine Rolle. Also, dass wenn du es schon erwartest, dass dieses Pferd jetzt gleich rennen wird, weil du gleich aufs Feld kommst, dann unterstützt du den Aspekt natürlich noch. Ne? Also, wenn du merkst, dass du selber dich anspannst, und das machen ganz viele, die Angst davor haben, dass ihr Pferd auf dem freien Feld losrennen könnte, dass die dann auch wirklich sich anspannen und die Luft anhalten, dann übe dich darin bewusst, diese Anspannung loszulassen. Ausatmen ist immer das erste ganz wichtige Mittel bei solchen Sachen. Das Atmen nicht vergessen. Ausatmen, ausatmen. Weil das Einatmen kommt von ganz alleine. Und ans Ausatmen musst du dann manchmal denken, ja. Du kannst singen. Wenn du es noch kannst, in der Situation ist auch wurscht, wie sich das anhört. Muss nicht perfekt sein, muss nicht die Plattenaufnahme sein. Wichtig ist, dass du beim Singen atmen musst, und deswegen sich dein ganzer Muskeltonus schon entspannen wird. Und perfekt ist es natürlich, wenn du gelernt hast, Entspannung zu machen, also wenn du ein Entspannungstraining gemacht hast und deine eigenen Signale hast, mit denen du ganz schnell auf Entspannung umschalten kannst. Ein ganz wichtiges Indiz, ob vielleicht du Teil des Problems bist, ist, wenn dein Pferd das Problem nicht hat, wenn jemand anders drauf sitzt. Also das solltest du dann immer selbstkritisch mal angucken, wie verhält sich das Pferd dann, wenn mal jemand anders drauf sitzt, wenn du die Möglichkeit hast. Und wenn es da ganz anders läuft, dann ist das meistens ein sicheres Zeichen, dass du dazu beiträgst, dass die Situation eskaliert, ne? Ja, was machst du aber jetzt, wenn das Problem da ist? Wenn du jetzt aus dem Wald raus zum Beispiel auf das freie Feld kommst und nicht möchtest, dass dein Pferd gleich losrennt, dann überliste dein Gehirn. Also erstmal deins, damit du ruhig bleibst. Und reite nicht gleich auf die freie Fläche, sondern baue das in kleinen Schritten auf. Reite erstmal am Waldrand entlang. Also, dass du auf der einen Seite von dir und deinem Pferd Wald hast und auf der anderen Seite ist das freie Feld. Und dann richte deinen Blick nicht auf Richtung freies Feld, sondern Richtung Wald. Guck in den Wald rein. Damit überlistest du dein Gehirn und zeigst ihm gar nicht, dass da dieses freie Feld da ist, sondern du hältst diese Illusion aufrecht, ihr seid noch im Wald drin. Und es funktioniert übrigens fürs Pferd ganz genauso. Also wenn es dann dein Pferd wirklich so ist, dass es bei freiem Feld Juchhei sagt, ne, dann stell dein Pferd mit dem Kopf in Richtung Wald. Also lass es in die Bäume reingucken, und beschäftige es in dem Moment.
Reite mal Seitengänge, natürlich so, dass der Kopf dann Richtung Wald ist und das Hinterteil Richtung Feld. Wenn du kannst, in Begleitung eines erfahrenen Pferdes, eines Oldie-Pferdes, hilft es dann auch, wenn das andere Pferd dich abschirmt, dich und dein Pferd abschirmt, also zwischen dir und dem freien Feld geht. Und vielleicht so ein bisschen versetzt nach vorne auch, dass es die Führungsrolle ein Stück weit übernimmt und dann kann es sich ja wieder ein Stück zurückfallen lassen, wenn dein Pferd ruhig bleibt und wenn dein Pferd nervös wird, wieder nach vorne gehen. Das gibt deinem Pferd dann auch Sicherheit, dass es nicht gleich losrennen muss. Also um so sich langsam ranzutasten, dass die Pferde sich daran gewöhnen, dass man auch auf dem freien Feld ganz normal Schritt gehen kann. Also viele wissen das. Meiner hat zum Beispiel damit überhaupt kein Problem, ja. Der muss jetzt nicht nur, weil das Feld offen ist, gleich losdüsen. Aber ich weiß, dass es solche Pferde gibt, die dann, ja, die dann gute Laune kriegen. Und manchmal macht es ja auch richtig Spaß, wie man an dem Bild da sieht. Also das kommt ja jetzt bald wieder auf uns zu. Die Zeit der Stoppelfelder ist gar nicht mehr so weit hin, ja. So ein schöner Galopp übers freie Stoppelfeld hat schon was. Das muss ich echt sagen, ja. Gut, eine weitere typische Stresssituation, das ist, wenn dein Pferd auf dem Heimweg den Turbo zündet. Also vom Stall weg ist noch alles okay, aber Richtung Stall zu wird es nachher immer schneller. Je näher du Richtung Heimat kommst, desto schneller wird dein Pferd. Und das ist natürlich keine gute Idee. Für dich und für dein Pferd auch nicht. Also da ist es wirklich ganz wichtig, dass du gegensteuerst. Sobald dein Pferd im Tempo anzieht, solltest du eine Volte reiten, wenn es geht. Also wenn der Weg breit genug ist, dass du das machen kannst. Ansonsten umdrehen und wieder weg vom Stall reiten. Volte umdrehen, weg vom Stall. Also grundsätzlich mal zurück zum Stall, immer nur im Schritt logischerweise. Und dann, wenn du merkst, dein Pferd wird jetzt immer eifriger und immer schneller und du möchtest es nicht, wende ab auf eine Volte, bis es sich beruhigt hat und dann kann es weitergehen. Oder dreh um und reit in die entgegengesetzte Richtung. Wenn es dann wieder ruhiger ist, dann kannst du wieder Richtung Stall reiten. Wenn dein Pferd wieder anzieht, gleiches Spiel nochmal von vorne. Wieder abwenden und wieder in die andere Richtung reiten. Und das machst du so lange, bis dein Pferd ruhig bleibt und ruhig mit dir nach Hause geht, in dem Tempo, was du für angemessen findest und für okay findest. Wichtig ist, dein Pferd soll lernen, dass es nicht schneller zu Hause ist, nur weil es schneller läuft. Und ich weiß, das braucht manchmal ein bisschen Geduld und vor allen Dingen auch Durchhaltevermögen. Also, dass du dir die Zeit nimmst, die es braucht. Die dein Pferd braucht, um es zu kapieren. Und wenn er dann am Stall, wenn es dann ruhig und gelassen zum Stall zurückläuft, alles Paletti, natürlich loben. In jedes Mal, wenn dein Pferd dann ruhig dein Tempo läuft, loben, 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 positive Verstärkung. Aber wenn es schwierig ist, trotz aller dieser Maßnahmen ruhig zum Stall zurückzukommen, dann am Stall keinesfalls die Arbeit beenden. Also nicht wegstellen, sondern dann würde ich mit dem Pferd wirklich nochmal auf den Platz oder in die Halle gehen und nochmal eine Weile arbeiten. Also dass dein Pferd wirklich merkt, es macht keinen Sinn, wenn ich schneller zurückgehen will. Wenn aber alles okay ist, Belohnung, also alles, was dein Pferd als Belohnung empfindet. Es kann auch sein, dass du dann kurz bevor, was weiß ich, 100, 200 Meter, bevor du am Stall ankommst, absteigst und dein Pferd führst. Auch das kann eine Belohnung fürs Pferd sein, wenn es dich nicht ganz bis nach Hause tragen muss, sondern am Schluss nochmal den Rücken frei hat und sich nochmal frei machen kann. Nächstes heißes Thema. Wenn dein Pferd buckelt. Also, grundsätzlich, wenn dein Pferd buckelt, musst du immer gucken, was die Ursache ist. Also als erstes gilt es immer zu prüfen,
Liegt es irgendwo an, hat es Schmerzen im Rücken, hat es irgendwelche Blockaden, stimmt was mit dem Sattelzeug oder mit dem sonstigen Ausrüstungsgegenständen nicht? Tut da irgendwas weh, drückt da was, ist da was nicht in Ordnung? Also das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Das solltest du auf jeden Fall, wenn dein Pferd es öfters macht, ganz kritisch überprüfen. Und dann gibt es halt solche, warum buckelt ein Pferd beim Ausreiten? Also sagen wir mal, wenn es keine Schmerzen sind und wenn wirklich alles in Ordnung ist, aus medizinischer und technischer Hinsicht, warum buckelt es dann? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es hat einfach so viel Lebensfreude und freut sich, boah, jetzt kann ich mich mal austoben, dass es vor lauter Lebensfreude buckelt. Oder aber es buckelt deswegen, weil du es zu sehr festhältst. Also das kann, wenn ein Pferd schneller gehen will und du hältst es, ja, du hältst es sehr zurück, dann kann das auch dazu führen, dass ein Pferd anfängt zu buckeln. Weil was, wenn die Energie nicht nach vorne weg wo muss sie hin? Dann kann sie nur nach oben weg, ja. Und dann kann sowas passieren. Und auch wenn es Überwindung kostet, da hilft nur eins: vorwärts reiten. Augen zu und treiben und vorwärts reiten. Je langsamer die Vorwärtsbewegung ist, desto heftiger fallen die Bocksprünge aus und desto schwieriger sind sie wahrscheinlich für dich auch zu sitzen. Und da kannst du nur gegensteuern, indem du nach vorne reitest, indem du Fahrt aufnimmst, Tempo aufnimmst. Nicht mit den Zügeln nach hinten ziehen, um zu stoppen, weil das wird nur dazu führen, dass noch mehr gebuckelt wird. Aber du kannst schon versuchen zu verhindern, dass dein Pferd den Kopf zwischen die Beine vorne nimmt. Das heißt, führe die Zügel nach oben. Also versuch den Kopf nach oben zu bringen, dass es nicht diesen Rundrücken dann machen kann. Das als Tipp zum Buckeln. Und ich hoffe, es passiert dir nicht, wenn dein Pferd steigt. Vorsichtshalber sei hier das auch noch erwähnt, weil es gibt auch Pferde, die steigen. Ja. Und das ist meistens ein Zeichen dafür, dass dein Pferd keinen anderen Ausweg mehr sieht. Also, dass der Druck irgendwo sehr, sehr groß ist, und das Pferd keine andere Möglichkeit mehr sieht, sich zu wehren, als zu steigen. Also, es ist immer ein Alarmsignal für mich, wenn ein Pferd wirklich steigt. Und natürlich ist es auch deswegen ein Alarmsignal, weil es kann ganz schön gefährlich werden, auch für dich, ne? Also, wenn dein Pferd steigt, im Zügel nachgeben. Nicht festhalten. Nichts tun, was das Pferd aus der Balance bringt. Und das bedeutet, dein Pferd braucht seinen Hals, um seine Balance zu haben. Das ist ein Balanceinstrument für das Pferd, um sein Gleichgewicht zu halten. Deswegen ist es wichtig, dass du den Zügel nachgibst, dass es den Hals auch wirklich benutzen kann. Heißt nicht Zügel wegschmeißen, aber die Hand nach vorne führen. Und für dich hilft es in der Situation auch Fass in die Mähne, halt dich an der Mähne fest, also nicht am Zügel. Oder wenn du kannst, leg die Arme wirklich um den Hals, um nicht runterzurutschen hinten. Ja. Und versuch mit deinem Gesäß im Schwerpunkt zu bleiben, die Knie und die Wade am Pferd zu behalten und auch da vorwärts treibende Schenkelhilfen zu geben. Also auch versuchen, die Energie, die in dem Moment nach oben geht, in die Vorwärtsbewegung umzusetzen. Das sind so die Erste-Hilfemaßnahmen, wenn es denn so kommt, dass dein Pferd steigen sollte. Gut. Nächster Punkt ist, dein Pferd findet daheim, ist es eigentlich am schönsten und ich will gar nicht vom Stall weg. Ja, da sage ich immer wieder, es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn die Pferde mit uns alleine, mit uns als Mensch alleine von ihren anderen Pferdekumpels, von der Herde weggehen, vom Stall. Das ist ein riesen, riesen Geschenk, für das wir sehr, sehr dankbar sein können. Und es ist ein Zeichen von hohem Vertrauen, was da zwischen Pferd und Mensch existiert, ne? Weil normalerweise würde das Pferd freiwillig immer bei seinen Pferdekumpels bleiben. Das ist seine Familie, das ist seine Herde. So, und schon allein dieses Bewusstsein und das Verständnis fürs Pferd hilft, damit es leichter mit dir weggehen kann.
Und deswegen ist es auch wichtig, dass du das Pferd da nicht überforderst und schon gar nicht wegprügelst vom Stall. Weil das Pferd soll in dem Zusammenhang von dir lernen, dass es nett ist, wenn es mit dir vom Stall weggeht. Dass da tolle Sachen auf es warten. Dass es tolle Sachen mit dir gemeinsam erleben kann. Und es soll natürlich auch lernen, dass es immer wieder zurückkommt. Also, dass es keine Trennung auf ewig ist. Ne? Und deswegen geh anfangs nur so weit vom Stall weg. Ob du das reitend oder zu Fuß gehend machst, ist das gleiche Thema, ist egal. Also geh nur so weit weg, wie du merkst, dass dein Pferd noch nicht in Stress kommt, dass es noch ruhig bleibt. Ja. Bleib anfangs auch in Sicht und Hörweite der anderen Pferde. Und wenn es ruhig ist, wenn es noch ruhig ist, dein Pferd, dann lob's dort, lass es grasen, gib ihm Märchen, lass es dort alles tun, was es gerne tut, wenn es ruhig bleibt, damit es diese Situation angenehm verknüpft. Also damit es sagt, okay, so ein bisschen weggehen vom Stall ist ja nichts Schlimmes, im Gegenteil, ist super interessant. Ja. Und dazu ist natürlich wichtig, dass du die Signale deines Pferdes sehr gut liest. Also, dass du sehr aufmerksam bist und genau beobachtest, wann dein Pferd so die ersten Stresssignale sendet. Und dem solltest du zuvorkommen. Vorher umdrehen. Also bevor dein Pferd jetzt Stresssignale zeigt, bevor es unruhig wird, dreh um und geh zum Stall zurück. Damit es auch lernt, wenn ich ruhig und gelassen bin, dann gehen wir wieder zurück. Dann ist alles Paletti, ne? Spielt das Timing eine sehr große Rolle. Also wichtig ist, dass du im richtigen Moment umdrehst. Also nicht umdrehen, wenn es sich gerade aufregt. Also wenn es gerade wirklich, wow, in Hab-Acht-Stellung ist und ich will hier nicht weg, dann darfst du nicht umdrehen, weil dann würde dein Pferd lernen, ich muss mich nur aufführen und dann gehen wir zurück. Und das möchtest du wahrscheinlich nicht in der Situation. Ne? Also wenn du den Moment zum Umdrehen verpasst hast, dann lass es lieber stehen, bis es sich und warte, bis es sich wieder beruhigt. Oder geh eine kleine Volte mit ihm, einen kleinen Kreis mit ihm. Und sobald es die ersten Entspannungsanzeichen zeigt, dann geht es wieder zum Stall zurück. Aber die solltest du abwarten. Also die ersten Entspannungsanzeichen wirklich geduldig abwarten. Und möglichst dann aus der Vorwärtsbewegung umdrehen. Also, und vorwärts heißt in dem Moment aus der Bewegung weg vom Stall. Damit du entscheidest, wann umgedreht wird und nicht dein Pferd es entscheidet. Also versuch wenigstens, auch wenn du es vorher stehen lassen, damit es sich beruhigt, dann versuch es noch einen Schritt weg vom Stall zu bewegen und dann gleich umzudrehen. Und das Umdrehen wirklich einleiten, solange dein Pferd noch in der Vorwärtsbewegung ist. Also nicht, wenn dein Pferd schon selber in der Rückwärtsbewegung und im Umdrehen begriffen ist. Bei ganz kritischen Fällen, also die wirklich sehr ängstlich sind, um vom Stall wegzugehen und sich gar nicht trennen wollen, kann es sehr hilfreich sein, ein Begleitpferd mitzunehmen für die ersten Trennungsübungen, sage ich da immer. Weil Pferde sind halt nun mal Herdentiere und denen fällt es dann mit einem, wenn ein Pferd mitgeht, vielleicht leichter, sich von den anderen zu trennen. Und dann kannst du draußen im Gelände dann Trennungsübungen machen. Aber das muss man alles wirklich ganz in Ruhe und Schritt für Schritt aufbauen, damit dein Pferd lernt, es ist nichts Schlimmes, vom Stall wegzugehen und ich komme immer wieder zurück und dazwischen, bevor wir zurückkommen, erleben wir beide ganz tolle Sachen draußen. Ja? Also das ist so die Überschrift über allem, was dir da helfen kann. Und das ist ja ein ähnliches Thema. Also ob ein Pferd nicht vom Stall weg will oder nicht, will lieber bei den Kumpels bleiben. Wenn das Pferd klebt an anderen Pferden, kann das auch kritisch werden. Und zwar draußen im Gelände, also wenn du mit anderen unterwegs bist oder du triffst unterwegs irgendwelche anderen Pferde und ihr redet kurz miteinander und dann wollt ihr wieder jeder in die andere Richtung reiten und eigene Wege gehen und es geht halt nicht, weil dein Pferd sagt, oh, Pferdekumpel da will ich lieber mit dem mit, ja. Auch da hilft es, dann schrittweise Trennungsübungen zu machen und nur so viel zu verlangen, wie das Pferd mit
Ein klein wenig Überwindung zwar, also das darfst du ihm abfordern, ein klein wenig Überwindung, aber nur so viel, dass die Überwindung klein bleibt, wie das Pferd dann leisten kann. Und das heißt, du reitest mit Begleitpferd oder mit den anderen Pferden und dein Begleitpferd lässt sich etwas zurückfallen. Und du reitest weiter mit deinem Pferd. So, als ob du alleine weiterreiten wolltest. Wenn dein Pferd entspannt bleibt, darf das Begleitpferd sofort wieder aufschließen. Wenn dein Pferd relativ schnell gestresst ist, wenn sich der andere zurückfallen lässt, dann warte wieder so lange, bis ein kurzer Moment Entspannungsanzeichen kommt und dann lass das andere Pferd wieder aufschließen. Und so kannst du das ganz langsam steigern. Erst lässt das andere Pferd sich zurückfallen und wenn das gut funktioniert, dann kannst du auch mal sagen, dass das andere Pferd mal stehen bleiben soll und du reitest ein Stück alleine weiter. Aber entferne dich dann nur so lange, wie sich dein Pferd wirklich noch sicher fühlt und dir das auch zeigt. Und wenn das gut funktioniert, dann kannst du auch mal für eine Teilstrecke getrennte Wege gehen. Also da macht sich's dann bezahlt, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwo zwei Parallelwege, also es sind zwei verschiedene Wege, aber die beiden Pferde können sich noch sehen und wahrnehmen in der Entfernung. Oder wenn du über eine Wiese gehst, das ein Pferd geht am rechten Wiesenrand, das andere Pferd am linken Wiesenrand und die Wiese ist zwischen euch, dass auch noch Sichtkontakt besteht zu den anderen Pferden, aber ihr im Grunde schon alleine unterwegs seid. Und bei diesen Trainingsübungen ist es auch wieder ganz wichtig, dass du die besondere Situation deines Pferdes halt berücksichtigst. Und je entspannter das Pferd ist und je wohler und sicherer es sich fühlt, desto leichter fällt ihm die Trennung von anderen Pferden. Also zuerst ist den Stress beim Pferd abbauen und dann mit dem Training beginnen und es in kleinen Schritten langsam steigern und vor allen Dingen immer dafür sorgen, dass wie jedes Training, dass du auch dieses Training mit einer positiven Einheit abschließt. Also, dass es wirklich am Ende in positiver Erinnerung bleibt für dein Pferd und so den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen kann. Ja, das waren so die Situationen, die ich jetzt ganz oft, wo man mich dann ganz oft fragt in den Coachings, was kann ich denn da tun? Und mein Pferd macht immer sowas. Und habt ihr andere Situationen? Hast du andere Situationen, die ich jetzt heute hier nicht berücksichtigt habe? Dann schreib es doch gerne in die Kommentare. Dann versuche ich auf jeden Fall spontan darauf einzugehen und dazu was zu sagen. Welcher von diesen Tipps war denn heute für dich der coolste? Was hat dir denn weitergebracht? Es reicht, wenn du eine Ziffer reinschreibst. Die 1, wenn es die Tipps zum durchgehenden Pferd waren. Die 2, wenn es die Tipps waren, was du tun kannst, wenn dein Pferd auf dem freien Feld guter Laune ist. Oder die 3, wenn dein Pferd auf dem Heimweg den Turbo zündet. Oder die 4, was tun, wenn das Pferd buckelt. Oder die 5, was kann ich tun, wenn das Pferd steigt. Wenn du ein Problem damit hast und immer auf Tipps gewartet hast, was du tun kannst, wenn dein Pferd nicht vom Stall mit dir weggehen will, dann eine 6. Und artverwandt, wenn dein Pferd an anderen Pferden klebt, dann schreib doch eine 7 rein in den Chat. Würde mich sehr interessieren, welche dieser 7 Themen für dich wirklich interessant war und welches der coolste war. Also gerne reinschreiben.